Guten Morgen. Ich sehe voll angeschwollen aus, sieht ihr das? Ich wollte euch sagen, dass heute echt ein sonniger Tag ist. Und eigentlich sollte das Wetter ja eigentlich schlechter werden, aber das Wetter ist irgendwie immer noch voll gut, voll gut, voll gut, voll gut. Heute wollen wir auf jeden Fall rausgehen. Wir haben noch nicht so wirklich was geplant. Wir wollten eigentlich auf jeden Fall draußen was drehen, weil es halt einfach so schönes Wetter ist. Und ja, was ich noch sagen wollte, weil so viele unter den vorletzten oder ein paar Vlogs vorher sich so beschwert haben über, dass wir doch so unfreundlich wären vor Fans und so weiter. Ich wollte nur mal klarstellen, also es gibt halt, also in manchen Situationen ist man einfach nicht so gut drauf oder hat man vielleicht mal einen schlechten Tag oder vielleicht kam das jetzt einfach nur so falsch rüber, obwohl das gar nicht so gemeint war. Weil, also, wenn ich Fans sehe oder wenn mich Leute ansprechen, dann freue ich mich immer. Und also, wir alle freuen uns immer, wenn wir angesprochen werden und machen auch gerne Fotos und so. Und deswegen, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, dass so viel krass schlechte Kommentare unter dem Video waren, weil ich habe mir dann die Stellen nochmal angeschaut und ich dachte mir so, hä, es war doch eigentlich alles okay. Also ich fand, es ist gar nicht so schlimm. Nichtsdestotrotz lieben wir unsere Fans trotzdem und das ist, halten wir nicht für selbstverständlich, weil das ist, oh, fuck, der Katzenbrunnen ist aus. Why is the Katzenbrunnen Hä? Jetzt. Jetzt kannst du wieder trinken. Sleeping Beauties. Gestern ist bei uns in der Küche die Sicherung. Bei uns in der Küche ist gestern die Sicherung einfach rausgeflogen. Ich habe mich so erschrocken, weil Leo wollte irgendwas machen und dann ist auf einmal Strom aus gewesen oder irgendwas ist so pff, und dann ging es nicht mehr. Und dann haben wir versucht, die ganze Sicherung wieder an- und auszumachen. Hat jedes Mal irgendwas so gefunkt. Und dann dachten wir so, oh shit, was ist das und so. Zum Glück hat es nicht gebrannt, also war ich, weil sonst, ja. Und dann haben wir geschaut und dann war die Steckdose total verkokelt und so. Und da es war die Waschmaschine drin und so. Und dann, jetzt haben wir die Waschmaschine ausgesteckt und jetzt ist wieder alles normal. Jetzt ist halt voll kacke, weil ich, also weil. Was halt voll blöd ist, ist, dass unsere Waschmaschine jetzt halt wahrscheinlich kaputt ist. Das heißt, wir können keine Wäsche mehr waschen. Wir müssen unsere Wäsche zu unserer Mama bringen. So, Leute, ich mache gerade Frühstück. Beziehungsweise ich mache mir ein paar Brötchen in den Ofen. Und wenn die fertig sind, dann wecke ich die anderen einfach auf, weil die können nicht so lange schlafen. Aufstehen. Aufstehen. Okay, Mila. Ja. So. Jetzt sollten die eigentlich etwas wacher werden. Ich gebe mal Bubbele ein bisschen was zum Essen. Und lass ihn noch ein bisschen rumlaufen, weil damit er ein bisschen Auslauf kriegt. Ich weiß auch nicht, aber zur Zeit will Bobille einfach nicht aus dem Käfig raus. Und tja,
natürlich machen wir uns da auch irgendwo Sorgen, weil wir wollen natürlich, dass er auch genug läuft, weil er braucht das. Und zur Zeit will er einfach nicht. Richtig komisch. Also ich gebe ihm jetzt erstmal was zum Essen. Ein bisschen Salat. So, wenn die fertig gegessen haben, dann werde ich auf jeden Fall versuchen, Ube da rauszukriegen. So kann es nicht weitergehen. Wow, endlich wach. Ja. Das war heute Morgen echt ein Kampf mit denen. Also ich mache erstmal so Rollelo. Lala, ich habe weitergefällt. Das ist scheißegal. Das war das Horn. So. Aber der war so klein, Alter. Jetzt ist es einfach mal riesig. Bobelina sind ja, kann ich nicht. Okay. Die Haare. So, Leute. Ich und ich haben es auch endlich mal geschafft, aufzustehen. Hast auch geschafft aufzustehen? Was? Hast auch geschafft aufzustehen, endlich? Was? Ich muss mein Zimmer aufräumen. So sieht es nämlich gerade momentan hier bei mir aus. Ich weiß nicht, ob wie ordentlich ihr seid, aber es war schon so weit, dass man richtig so mit den Zehenspitzen laufen musste zum Bett. Es war echt. Also, es lag überall was rum. Deswegen räume ich jetzt auf. Ich glaube, ich räume auch meinen Schrank auf, meinen Kleiderschrank. Ich habe meine Kleiderschranke schon ein bisschen aufgeräumt. Ja. Alles sortiert. Das schaffen wir. Was schaffen wir? Mein Zimmer aufzuräumen. Mittendrin eine Katze. Können wir jetzt auch helfen? Ich habe gerade alle Sachen zusammengeräumt, in den Schrank gepackt. Okay. Auch helfen zu falten. Ja. Dann machen wir das mal. Halleluja. Ist fertig. Fertig aufgeräumt, blitzeblank. Ich habe endlich wieder einen Boden unter den Füßen. Ich kann wieder ganz normal laufen. Aber dafür sieht's draußen so aus. Müll. Müll. Wir haben echt mal entrümpelt. Und guck mal, was ich gefunden habe. Als ich aufgeräumt habe. Jelly Bellies! Das habe ich mir jetzt verdient. Guck mal, was ich gefunden habe beim Aufräumen. Gefunden? Oder wir haben das vor kurzem erst gekauft. Ich weiß, aber ich habe es schon vergessen. Oh, geil! Geil! Zuck dein Auge wieder. Ja, jetzt hat es aufgehört, oder? Ah, ne. Ja, du. Oh Gott. Ist das so Stress? Ja, aber ich bin eigentlich gar nicht im Stress. Keine Ahnung. Vielleicht bist du ja im Kopf gestresst. Ja. Die ist nicht gestresst. So sieht eine nicht gestresste Person aus. Person. Na, lass mich. Müssen Sie die abmachen? So, wir sind gerade jetzt noch bei der Tierhandlung, um zu schauen, ob sie hier irgendwie Leiter haben, weil ja Bubeles kaputt gegangen ist. Was? So große Bubele. Wenn dann nicht größer. Deutsche Riesen, Alter. Guck mal, die haben auch so lange ordentliche Bubele. Ich glaube, Bubele ist auf jeden Fall ein deutscher Riesen. Bubele ist sogar ein bisschen größer wie die. Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum IKEA. Und wir haben jetzt für die Hasen doch keine Treppe gekauft, weil es gab keine. Und also es gab keine, die für seine Größe ausreichend ist. Oder wie man noch mal sagt. Und wir haben erst, wir waren in der Zoohandlung und haben dann so deutsche Riesen gesehen und dachten uns, so deutsche Riesenhasen. Ist Ewe. Genauso groß wie die. Sogar noch größer. Nur sogar noch größer. Deutsche Riesen. Und er hat auch so große Ohren und so. Er wurde uns als Zweckkaninchen verkauft. Ja. Bubele ist ein deutscher Riese.
Deswegen haben wir keine Treppe gefunden, die für seinen Riesenkörper ausreicht. Deswegen, wir haben jetzt versucht, irgendwie so eine andere Lösung zu finden. Und zwar haben wir zu Hause noch so ein Häuschen, also wie so ein Holzding. Und das stellen wir einfach drunter, so als Zwischenetage, so dass sie einfach da hochhüpfen können. Mal schauen, ob das funktioniert. Wir probieren es auf jeden Fall, damit Obelina endlich runter kann. Und genau. Bonbon. Ah, ich kenne die. Super geil. Wir sind jetzt beim Ikea und natürlich haben wir zuerst erstmal was essen hier und dann gehen wir wieder. Nee, also Kat hat noch nichts gegessen und ich kann auch nicht widerstehen, deswegen. Hotdog. Hauptsache, ich hätte nicht vergessen, noch im Fitnessstudio heute erstmal so richtig warm. Gut. Macht gar keinen Sinn. Weiß ich, IKEA-Hotdogs sind einfach die besten. Ja? Haben sie echt gut gemacht. Ich überlege mir noch eins zu holen. Wird so gut. So, wir sind jetzt gerade im Ikea und schauen uns hier die ganzen Wohnungen an. Und ey, manchmal denke ich mir echt so, ey, krass, wie schafft das Ikea jedes Mal so geile Wohnungen zu machen oder so Zimmer einzurichten. Also wenn Kat und ich uns das leisten könnten, einfach das ganze Zimmer würden wir mitnehmen. Einfach genau das ganze Zimmer mitnehmen, also alles bei uns rausschmeißen und dann alles neu einrichten. Aber ja, oder sowas. Ey, wir treiben. Hey, aber meint ihr, da wo jetzt diese eine Kommode steht, ja, das wird doch eigentlich ganz gut reinpassen, aber, oder? Aber das ist schon Holz. Ah, voll normal. Ja, aber wollt ihr die nah lackieren? Wollte ich gerade sagen. Haben sie schon extra daneben. Mhm. Aber es gibt noch andere. Oder? Das ist auch ein weißes. Nee, das ist nicht kacke. Oder ja. Ich finde es zu metallic. Wir wollten in unserer Küche so eine Kommode austauschen, weil die am Zusammenkrachen ist. Wisst ihr? Hä? Welches? Das passt nicht. Aber das passt ja nicht. Oder sowas hier. So, wir haben jetzt unsere Schrank gekauft, dann ein Schuhregal. Hier so ein paar Haushaltssachen und stehen wieder vor dem Essensding. Wir holen uns jetzt nochmal, weil wir immer noch Hunger haben. Ich habe jetzt meine Lampe. Alter. Schön. Da ist meine Lampe. Oh, sieht man gar nicht. Warte. Wartet. Da. Seht ihr die? Ja. Die Lampe habe ich mir geholt. Und da hinten ist auch schon der Schuhschrank. Das müssen wir alles noch wegmachen. Und also macht sich jetzt Bett fertig. Wer bist du? Du siehst aus wie ein Gnom. Ich bin ja auch ein Gnom. Ich weiß nicht, wir haben Hunger, aber irgendwie auch nicht. Oh ja, müde. Ich glaube, ich gehe lieber schlafen. Ich starte heute bei mir schlafen. Ja. Mal wieder noch ein paar Tage. Na, aufgeregt. Aufgeregt. Come on. Wann haben wir den Staubsauger gemacht? Ist hier die Tasche mit dem Pickelzeug? Wir haben eine Tasche mit dem Pickelzeug.
Nee, Susanne. Die liegt doch auf der Fensterbank. Ah, okay. Ja, die ist jedes Mal in deinem Zimmer ein. Du suchst sie immer woanders. Ich tue das so, als würde ich was suchen. Ich glaube, bleib da rein. Lass mich heute. Oh! Weil, genau, wie heute, Anna meinte, immer wenn sie was sucht, fragt sie mich immer, wo es ist. Und ich weiß immer, wo es ist. Stimmt. Und ich frag mich dann heute, wo ist meine Lederjacke? Und ich, auf dem grauen Stuhl im Wohnzimmer. Richtig krass, ey. So wirklich so. Aber da war sie auch wirklich so unter der Decke auch noch so versteckt. Alter, wie kannst du das wissen? Alter, guck mal, mich. Striptease. Komm, Baby, strip für mich. Strip. Ja, auf jeden Fall sagen wir heute gute Nacht und bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.